Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Inken und in diesem Video werde ich versuchen, einen Monat lang jeden Tag zu lesen. Mir ist aufgefallen, dass ich ziemlich viel Zeit vor Bildschirm verbringe, sei es jetzt bei der Arbeit vom Laptop oder zu Hause vom Handy oder vom Laptop. Ich weiß gefühlt auch schon blind, wie ich auf meinem Handy Instagram öffne und verbringe da dann eben auch random viel Zeit, manchmal 20, 30 Minuten scrolle ich da durch und weiß im Nachhinein gar nicht mehr, was ich da überhaupt gesehen habe. Deshalb habe ich mir gedacht, es ist auf jeden Fall an der Zeit, mal meine Routine zu ändern und dann quasi den Bildschirm einzutauschen gegen Buchseiten. Und deswegen will ich jetzt jeden Tag lesen. Ich habe eigentlich immer schon ziemlich gerne gelesen und lese auch vor allem im Urlaub. Also da verschlinge ich dann meistens sogar ein paar mehrere Bücher. Aber im Alltag, da habe ich irgendwie nicht so richtig die Zeit zum Lesen. Also Moment mal. Zeit zum Lesen müsste ich eigentlich genug haben. Zum Thema viel Lesen fallen mir auf jeden Fall direkt Bill Gates oder Elon Musk ein. Die beiden sollen jetzt ziemlich viel lesen, ein Buch die Woche, also übers Jahr verteilt über 50 Bücher und sich dadurch dann eben auch ziemlich viel Wissen aneignen. Und ich meine, come on, es sind irgendwie mit die reichsten Menschen der Welt, also muss da auch irgendwas dran sein. Das Gute am Lesen ist, es soll auch das Vokabular verbessern und auch die Konzentrationsfähigkeit steigern. Und generell wird eben das Hirn auch stimuliert, wenn man viel liest, man saugt Wissen auf. Und deswegen ist es jetzt mein Ziel, einfach jeden Tag zu lesen. Es kommt dabei nicht darauf an, wie viel ich lese oder wie lange oder wie viele Bücher ich schaffe zu lesen. Es geht einfach nur darum, eine Routine zu schaffen und jeden Tag ein Buch zur Hand zu nehmen, bewusst und dafür dann eben das Handy oder den Laptop auszulassen. Ich würde sagen, es geht mal direkt los. Das erste Buch, was ich jetzt lesen werde, ist das hier. Intimitäten heißt das. Und es ist ein Roman, der auch nicht allzu dick ist, was ich ganz gut finde, um zu starten, weil man dann irgendwie nicht diese Überwindung hat, ein dickes Buch anzufangen, sondern man weiß, okay, hier bin ich wahrscheinlich auch relativ schnell durch. Das habe ich jetzt von meiner Mutter geliehen. Meine Mutter arbeitet im Buchhandel und das ist für mich halt auch ja ein großes Glück irgendwo, denn sie bekommt öfter mal Leseexemplare oder hat generell eben viele Bücher zu Hause, die ich mir dann eben ausleihen kann. Und ich persönlich besitze auch sehr gerne Bücher, wie man vielleicht auch im Hintergrund sieht. Habe ich so ein paar da stehen und hier auch generell in der Wohnung so verteilt, weil gerade Bücher, die ich gerne gelesen habe, besitze ich einfach auch gerne. In dem Buch hier geht es um eine Dolmetscherin, die am Internationalen Gerichtshof in Den Haag arbeitet. Und ja, auf dieses Buch bin ich jetzt mal gespannt. Damit steige ich ein und ich würde sagen, los geht's. Mit dem Lesen wieder anzufangen, war dann irgendwie auch gar nicht so schwer. Ich habe dann auch ein bisschen versucht, mir so eine Abendroutine zu machen und dann abends vorm zu Bett gehen eben noch ein bisschen zu lesen, anstatt auf dem Handy rumzuscrollen oder Serien zu gucken. Ja, ich habe das erste Buch durch und habe das so ziemlich in der ersten Woche jetzt gelesen. Also komme ich bisher ganz gut hin mit einem Buch pro Woche. Jetzt fängt die nächste Woche an und ich werde mit diesem Buch anfangen. Rebellen von Rahaf Mohammed heißt das. Und das habe ich letztes Jahr, glaube ich, geschenkt bekommen. Also liegt es schon ein halbes Jahr bei mir rum und ich habe irgendwie nie die Zeit gehabt, reinzulesen. Aber jetzt freue ich mich richtig darauf. Das ist eben auch eine Geschichte von einer Frau aus Saudi-Arabien, die geflohen ist aus Saudi-Arabien. Und genau, also wieder so eine Autobiografie, die ich ja sehr gerne lese und deswegen freue ich mich hier auch sehr drauf. Das Buch ist jetzt ein bisschen dicker als das erste Buch, was ich gelesen habe. Deswegen ist es natürlich immer so zum Mitnehmen, ein bisschen schwerer. Aber ich finde, das geht auf jeden Fall noch und werde es auf jeden Fall jetzt mal anfangen. Lasst an der Stelle dem Video doch gerne mal ein Like da, wenn ihr auch gerne mehr lesen würdet. Wer gut aufgepasst hat, weiß ja, dass ich einen neuen Job in Hamburg angefangen habe und das heißt eben auch, dass ich momentan sehr viel Bahn fahre. Und die Bahnfahrt bietet sich natürlich perfekt an, um dabei zu lesen. Und Fun Fact, das Buch war gleich am Anfang so spannend, dass selbst als ich das Gleis wechseln musste, ich das Buch nicht aus der Hand legen konnte und einfach mit dem Buch halb lesen quasi über den ganzen Bahnhof gerannt bin. So, ich habe jetzt mein zweites Buch durch und zwar das hier. Das habe ich am Montag angefangen zu lesen, hatte es am Mittwoch dann tatsächlich schon fast durch, weil es einfach so spannend war. Und ja, habe dann aber ein paar Abende, war ich mit Freunden verabredet und so weiter, deswegen habe ich dann gar nicht viel gelesen und habe es dann gestern, also am Samstag, ja, durchgelesen. Also geschafft, in der Woche dieses Buch durchzulesen. Und jetzt habe ich noch so ein ähnliches Buch, also da geht es auch thematisch um den Islam und um Frauen. Aber ich habe da jetzt gerade gar nicht so Lust drauf, nochmal in der gleichen Thematik zu lesen. Das würde ich mir lieber für später aufheben und morgen ist ja Montag. Und ich glaube, ich werde dann morgen mal in ein Buchgeschäft gehen und mir ein neues Buch kaufen, was nochmal ein bisschen anders halt thematisch ist. Ja, aber das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Rebellen, ein sehr tolles Buch. Genau. Und morgen geht es dann weiter mit dem nächsten Buch. So, ich habe jetzt Feierabend und bin jetzt in Hamburg, mache mich auf den Weg nach Kiel und werde zwischendurch nochmal in einem Buchladen halten, um mir ein neues Buch zu kaufen. Mal gucken, was ich da so finden werde.
In Buchläden sind die Bücher ja immer nach Genre geordnet. Mich hat es heute mal in die Rubrik Wirtschaft gezogen, denn ich war an einem bestimmten Buch interessiert, und zwar an dem hier. Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, heißt das. Und das ist von dem YouTuber Finanzfluss. Den gucke ich eben auch sehr gerne. Der gibt viele Tipps zum Thema Sparen und Anlegen. Und deswegen habe ich mir das jetzt mal gekauft und bin gespannt, wie das ist. Das ist auch ein Spiegel-Bestseller. Und das werde ich jetzt mal auf meiner Bahnfahrt von Hamburg nach Kiel lesen. So, ich habe mir ja gestern dieses Buch hier gekauft über Wirtschaft bzw. Finanzen. Und ich habe gestern in der Bahn schon, ich würde mal sagen, ein Viertel durchgelesen ungefähr. Jetzt habe ich gerade Feierabend und draußen ist noch richtig gutes Wetter. Ich bin gleich noch verabredet, aber werde dann vorher jetzt eben noch ein paar Seiten lesen, damit ich mein Pensum für heute auch geschafft habe. Ist auf jeden Fall sehr interessant geschrieben und ich glaube, da kann man einiges lernen. So, mittlerweile ist die vierte Woche angebrochen und ich bin durch mit dem Buch hier zu den Finanzen. Und muss sagen, dass ich das echt gut fand. Ich gucke ja auch gerne die Videos vom Kanal Finanzfluss und fand das Buch, also ich wusste schon einiges, was in dem Buch steht, aber das alles nochmal zusammengefasst zu lesen, fand ich auf jeden Fall ganz gut. Bei dem Buch hatte man natürlich ein bisschen mehr Informationen zu verarbeiten, deswegen ja, habe ich, glaube ich, auch einen Ticken länger gebraucht, um das zu lesen, weil ja man das nicht einfach so unterliest, sondern dann auch immer ein bisschen drüber nachdenkt und so weiter. Und trotzdem bin ich damit jetzt durch, kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Als wahrscheinlich letztes Buch für das Experiment werde ich mich dann nochmal hier ranwagen, dass das Buch Damit Charme. Und das habe ich auch schon mal angefangen, beziehungsweise habe auch schon ein bisschen drin rumgelesen und will das jetzt eben noch weiterlesen. Das ist halt auch wieder so ein bisschen Informationsfülle, deswegen braucht man da eben auch einen Ticken länger für. Und damit hätte ich es dann sogar geschafft, 4 Bücher in 4 Wochen zu lesen, also wirklich dann auch jede Woche ein Buch zu lesen, was ja auch gar nicht meine Intention war, aber ja, finde ich auf jeden Fall mega cool, dass ich das dann doch auch geschafft habe. Generell wollte ich in diesem Video aber auch noch sagen, dass man relativ günstig an Bücher kommen kann, also man muss Bücher nicht immer neu kaufen. Ich habe jetzt halt das Glück, dass meine Mutter im Buchladen arbeitet und ich deswegen mehr oder weniger an der Quelle sitze. Es gibt aber auch die Möglichkeit, gebrauchte Bücher zu kaufen, zum Beispiel bei Momox oder eBay Kleinanzeigen oder wer so ein E-Reader hier hat, wie ich, den ich jetzt in dem Experiment gar nicht benutzt habe, der kann auch mal gucken, was es da für reduzierte E-Books gibt oder auch für kostenlose E-Books. Was sich sonst natürlich auch immer anbietet, ist es, mit Freunden Bücher zu tauschen. Das finde ich auch besonders cool, weil man dann auch eben gleich Lieblingsbücher von Freunden an die Hand bekommt, die die selbst gut fanden und man dadurch auch neue Genres kennenlernt. Oder man kann auch in der Bibliothek sich Bücher leihen. Da kann man dann meistens so einen Jahresbibliotheksausweis kaufen, der ein paar Euro kostet. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch, um sehr, sehr günstig an Bücher zu kommen. Mein Fazit nach den 30 Tagen Lesen ist, Bücher sind echt toll. Also es macht ehrlich gesagt richtig Spaß zu lesen. Ich hatte ja ziemlich verschiedene Genres und irgendwie war das immer wieder spannend, sich auf was Neues einzulassen. Und man hat auch das Gefühl, dass man irgendwie was Sinnvolles tut beziehungsweise seine Zeit sinnvoller nutzt als vom Handy. Ich glaube, wir müssen uns auch einfach mal öfter ins Gedächtnis rufen, was wir für ein Privileg haben, dass so viel Wissen und so viele Geschichten für uns sehr günstig oder sogar kostenlos zur Verfügung stehen und wir einfach auf alles Zugriff haben. Und ich finde, das sollte man auch mehr nutzen. Und ich selber möchte auf jeden Fall auch diese Routine irgendwie beibehalten und wieder viel mehr lesen, auch im Alltag. Mir hat das Experiment richtig Spaß gemacht und es hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet und irgendwie ist dadurch einfach eine neue Routine entstanden. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen von euch vielleicht auch motivieren, mal wieder ein Buch zur Hand zu nehmen. Es macht echt Spaß. Und lasst mich doch echt gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr noch Buchtipps habt. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren. Und dann würde ich mich natürlich immer freuen, wenn ihr dem Video auch ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und auch gerne ein Abo, wenn ihr noch keine Abonnenten seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!